gekleistert, das Ding hier, ne? Ja, komm, einbauen wir dahin, weil das sonst komisch ist. Aber nur einen. Das ist die hier, ne? Der. Nee, die wartet auf die Touris. Die auf den Strom warten. Verständlicherweise. Der aber noch nicht so ganz da ist. Research complete. Oh mein Gott, endlich kann ich die Dinger bauen. Ab morgen früh, Leute, hier auf dem Mars wird alles super werden. Vertraut mir, trust me. Was ist das hier? Nein. Also, die Kolonisten auf dem Mars geworden wollen, schließen Universitäten und dann halt auch schneller ab. Höhere Chancen in Schulen. Ja, nee, das ist glaube ich Quatsch. Im Moment noch. Oh, das finde ich ganz nice eigentlich. Oh mein Gott. Nach ganz oben. Das ist so praktisch, ne? Das geht nach da. Du wirst erstmal nicht erforscht. Sondern jetzt gehen wir erstmal darauf, dass der Wasserverbrauch ein bisschen sinkt. Dann ist es nämlich auch viel sinnvoller. Ressourcen sinnvoll einteilen. Das bisschen, was wir haben. Ich meine, wir leben sowieso gerade am Limit. Aber hey. Sie werden sich dran gewöhnen müssen. Gut. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen nach der Rakete müssen wir erstmal ein bisschen ohne die Erde auskommen, weil ich habe mir ja mein eigenes Ziel gesetzt gehabt. Und das werde ich so schnell erstmal nicht aufgeben. Fahrt bitte nach dahin, da sind Drohnen, die Kommando brauchen. Und das werde ich so schnell erstmal nicht aufgeben, mein Ziel. Sondern wir werden natürlich jetzt versuchen, mit der Situation umzugehen und das hinzubekommen, dass wir das auch ohne die Erde jetzt erstmal hinbekommen müssen. Weil wie gesagt, die 10 möchte ich eigentlich nicht fallen. Und ich werde als nächstes, ich habe mir davon ja noch einen geordert mit der Rakete, werde ich hier das gleiche machen wie hier. Ich werde einfach noch so einen kleinen Vorposten bauen. Und dann kann ich das Zeug ja auch verkaufen und dann ist der Nachschub von der Erde auch auf jeden Fall einfacher gesichert, sage ich jetzt mal. Dann wird das hoffentlich alles ein bisschen einfacher werden. Aber davon bin ich ja überzeugt. Das ist ja. Das wird nicht das Problem sein, glaube ich. Oh oh. Welche Kuppel ist ohne Lebenshaltung? Achso, ja, zu die ist. Das kommt gleich alles wieder, Leute. Ich weiß, es ist ein bisschen problematisch, die Situation. Ist mal wieder kritisch, weil ich mal wieder ein kleines bisschen in meinem Management eventuell ein ganz kleines bisschen nicht aufgepasst habe. Ah.
ist ja nur ein bisschen. Gut, dass ich jetzt gerade Touris hier habe, ey. Gott. So, 77%, das wird gerade alles wieder in Betrieb genommen hier. Die ganzen Drohnen nehmen die Arbeit wieder auf. Das heißt, hier können jetzt auch wieder Metalle hingeliefert werden, sodass ich von dass diese Produktion wieder anläuft und das verwendet werden kann. Das ist alles super. Ich habe alles unter Kontrolle, auch wenn es nicht so wirkt. Ja, gut. Wie gesagt, das wirkt gerade nicht so, aber ich habe alles unter Kontrolle. Also, halb. Ja, es kann eher gewartet werden, alles super. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen Ruhe bewahren jetzt gerade hier. Wir sind gerade im Moment in einer Lage, die eventuell ein bisschen kritisch eingeordnet werden könnte. Aber das soll hoffentlich alles nicht so das Problem sein. Hoffentlich. Weil wir haben auf jeden Fall noch genug Strom im Speicher. Jetzt nicht mehr. Doch, wir haben noch gespeicherter Strom. 200 haben wir noch. Das ist auf jeden Fall noch genug in unserem Reservoir. Wir haben auch hier noch genug gespeichert. Das muss ja nur noch 8% aushalten. 8% Weg, dann ist Zeitmeter wieder hier in der Station. Und dann haben wir wieder genug Ressourcen, um das alles hier vernünftig in Betrieb halten zu können. An die Touris, die jetzt gerade hier sind und diese Situation miterleben, ja, ist doch viel spannender so, oder? Also, ne, stellt euch mal vor, das wäre jetzt so ein langweiliger Urlaub, wo alles einfach passen würde. Das wäre ja... Nee, das wäre ja langweilig. So, man will in seinem Urlaub ja auch was erleben. Hey Niklas, alles gut bei dir? Man möchte in seinem Urlaub ja auch was erleben, oder? Und ich meine, so eine nicht funktionierende Lebenserhaltung auf dem Mars ist doch ein attraktives Ding. Die Musik ist übelst laut und ich auch. Oh, stimmt wirklich. Ich habe meinen Stream nebenbei nämlich gar nicht. Ich habe gar nicht gepasst, ob das passt hat im Moment. Das ist ganz schnell behoben, danke, dass du es mir sagst. Musik. So, und das machen wir ein bisschen so leiser. Und jetzt müsste es rein theoretisch besser sein, sonst musst du halt. Sonst musst du halt den Stream ein bisschen leiser machen. Ich mache jetzt die Musik hier im Spiel noch ein bisschen leiser, obwohl die schon nicht leise ist. Dann passt das schon. Ja, komm, wenn ich schon mal im Menü bin, kann ich auch gleich speichern. Ob ich oft Surviving mal spiele? Sagen wir es mal so, das ist jetzt meine erste Kolonie, die ich hier mache. Also ich bin sozusagen das erste Mal auf dem Mars. Ich habe vor, das noch eine ganze Weile zu machen. Also eigentlich habe ich nicht vor, jetzt aufzuhören. Die schicke ich wieder nach hier unten. Also ein bisschen was wird auf jeden Fall noch kommen. Ich werde dieses Spiel wahrscheinlich auch relativ lange spielen. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Doch, doch.
Routen definitiv. So wie die zweite Safari-Route. Wo war das denn nochmal? Das war, glaube ich, hier hat das angefangen, ne? Ach, da. Über den Krater. Über dieses Ding. Und so komisch hier rein. So, also, passt schon. Nein! Nochmal. Dahin, dann, dann zum Krater. Dann nach. Wo war das denn jetzt? Dahin, dann nach. Hierhin, dann nach. Hierhin, dann nach. Dahin, so. Jetzt haben wir's. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich kenne das Spiel so gar nicht. Das ist jetzt mein dritter Stream, in dem ich einfach mal so bin und einfach mal so jetzt so versuche, irgendwie zu überleben. Ich muss offen gestehen, ich habe eigentlich schon gedacht, dass ich viel früher das Ganze nicht mehr schaffe. Aber komischerweise bin ich noch ganz gut dabei. Danke für dein Follow, by the way. Ich weiß gar nicht, ob ich mich schon bedankt habe, dass du mir gefollowt hast. Danke dir auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen am versuchen, dass ich nicht ganz pleite gehe. Jetzt muss ich hier gerade so ein bisschen was retten, was hier unten ist, weil ich bin gerade mit Lebenserhaltung und Strom ist im Moment gerade ein bisschen. Ich sag jetzt mal unvorteilhaft. Kannst du jetzt bitte noch was einladen davon? Geht das noch oder ist davon alles verbraucht schon? So, das reicht ja. Ja, so, jetzt fährst du wieder runter. Nein, nicht einladen. Und ich komme manchmal mit den Tasten noch durcheinander. Es wird noch komplizierter, ich hab's befürchtet. Aber. Ja, gut. Wird es halt noch komplizierter. Ist der Ingame-Sound schon wieder weg? Nee, ich wollte gerade sagen, zumindest der Ingame-Sound noch da. Ich hatte eben nämlich auch schon einmal das Glück, dass mein Ingame-Sound komplett weg war. Ja, und dann war auf einmal hier, dann musste ich einmal das Spiel neu starten. Das war nervig. Sektor scanned. Ja, räumt die mal schön aus der Rakete. Ich brauche aber irgendwie ganz dringend Zeugs und ich weiß nicht, wie dieses Zeugs. Oh Mann. Ich habe noch nicht ganz rausbekommen, wie ich wirklich Geld bekomme, sage ich jetzt mal so. Und ich möchte aber nicht hier unter die 10 fallen. Das heißt, ich bin ab jetzt sozusagen von der örtlichen Hilfe hier abgeschnitten, die ich hier jetzt nochmal so großzügigerweise so bekommen habe. Was sicherlich nicht vorteilhaft ist. Dass ich jetzt hier sozusagen in Anführungsstrichen danach abgeschnitten bin, aber ich will irgendwie wissen, wie ich Geld verdiene. Ich habe irgendwie schon rausgefunden, dass ich das hier irgendwie verkaufen kann. Das heißt, ich muss als nächstes gucke ich mal, dass ich hier irgendwie hier hinkomme. Ja, gut, okay, das ist mir noch zu weit weg. Da bin ich ja noch nicht. Da kann ich aber. Ich habe doch hier einen Erkunder, oder nicht? Erkunder, wo bist du? Das bist du. Ah, nun mal, die Scan. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich Geld verdiene. Irgendwie durch Touristen geht das scheinbar auch, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wie. Wird schon schief gehen. Ist einfach mal jetzt so das Motto, ne? Also. Ich lasse die Rakete auch mal da stehen, die kommt durch da. Ich finde, mit Raketen sieht das irgendwie schöner aus, als wenn da nur die Landeplätze sind und ich habe noch zwei andere, die ich so schnell vermutlich nicht brauchen werde. Voll betankt, ja, sonst muss ich da nicht noch Treibstoff rüberkarren. Das ist aber okay. Du lädst das gerade aus, das ist auch gut. Dann werden die Windräder nämlich kommen, dann kann ich die Gebäude wieder aktivieren. Weil sonst habe ich davon nämlich auch nichts. Ja, ich bin auch ganz gerne immer ein bisschen chaotisch, habe da so meine Pläne und versuche meine Gedanken manchmal mit euch zu teilen. Das klappt vielleicht nicht immer. Aber ich versuch's. So, wo ist denn jetzt hier Miss Jule Drohnenverteiler? Ich warte lieber noch.
könnte meine Wasserproduktion ein bisschen steigern. Indem ich davon noch einen hier hinsetze, weil hier werden sie schließlich erstmal am meisten benötigt. Ja, nein, nein. Hä? So. Bauen wir den direkt daneben und direkt mit einem Rohr das Ganze verbinden. So. Jetzt kann ich dich auch wieder aktivieren, sodass hier die Drohnen auch wieder funktionieren können. Jetzt bist du, warum bist du denn jetzt schon wieder kaputt? Das ist mir aber flott. Du brauchst einen von diesen grünen Teilen zur Reparatur. Ressourcen. Na, warte mal. Da kann ich dich auch für benutzen. Ja, komm, ich benutze dich da jetzt für. Du kannst dich einmal damit vollladen. Aber nicht ganz voll, bitte. Nur so. Ja, okay, ich hätte nur auf 5 Einheiten machen sollen. Also, das wäre jetzt blöd, aber egal, ich kann das ja hier gleich auf den stoppen. So, und jetzt machst du bitte den Rest mit Treibstoff voll, weil den habe ich hier oben nämlich genug. In der Zeit, wo du dich mit Treibstoff voll machst, kannst du einfach mal nach hier oben fahren. Ups, was brauchst du? Du brauchst auch so ein grünes Ding. Warum braucht jemand diese grünen Dinger? Ja, das schließt du da ein. Und dann fährst du hier runter. Jetzt alles wieder ab. Ja, alles. Eine Katastrophe. Dabei will ich doch nur, dass es meinen Menschen hier auf dem Mars gut geht. So, da ich hier jetzt nicht wirklich was bauen kann, noch würde ich sagen, hauen wir hier noch eine zweite Wohnanlage hin. Ich habe nämlich von diesem Bilanzeug. Hier sozusagen zwei Wohnanlagen. Wenn die dann gebaut ist, können wir mal ein paar Touris noch hier auf den Mars holen, weil durch Touris, habe ich ja inzwischen erfahren, kann man ganz gut Geld machen irgendwie. Ich weiß auch noch nicht genau wie, ja, irgendwie geht das. Wo ist denn hier Monsieur de... Wo ist denn wo jetzt hingefahren? Du fährst da runter, wo ist der andere? Was ist das? Du bist der Kommandeur. Wo ist der andere? Der Transporter, den ich hier hochschicken wollte. Ah, da ist er. Ah, okay, perfekt. Sollte eigentlich auch schon wieder reichen. 5 Stück nach hier hinbringen. Alles. Achso, nee, nicht alles. Halt, stopp. Nein. Nein, 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 nein. Du musst dich entladen, nicht beladen. Das wäre sonst ganz falsch. Jetzt ist aber der In-Game-Sound weg, oder? Ich bin doch nicht doof. Und ich kann auch irgendwie nichts mehr machen. Warte mal, ich muss mal kurz raustappen hier. Und wieder reintappen. Spiel! Tu mir das doch nicht an! Spiel. Ja, gut. Ich kann auch nicht mehr zoomen. Hier bewegt sich auch nichts mehr. Ich kann nichts mehr anklicken. Ich würde sagen, das Spiel hat sich aufgehangen. Andererseits kann ich mich noch bewegen.
Also vielleicht ist Hopfen und Malz noch nicht verloren. Ich hab doch, weiß noch nicht, weil ich das jetzt mal gespeichert habe. Ich kann doch jetzt das Spiel ausmachen. Nee, nicht Alt F4, der Tag gehört dir, Spiel. Bitte, komm, come on. Tu mir das nicht an. Mann, Spiel. Wie mache ich das denn jetzt? Habe ich jetzt Pech gehabt? Oh Mann. Ich weiß nicht, wann ich abgespeichert habe. Ich. Gut, Spiel. Hast mich ja schon. Hast mich schon überredet. Na, abbrechen, warte mal. Ich schicke euch dann nochmal in Be Right Back. Ich starte das Spiel nochmal neu. Irgendwie will das Spiel gerade nicht so, wie ich möchte.